Wie lange dreht sich denn so eine Wolle aus hier? Oh, wenn du eine Quartel gemacht hast? Nö. Jetzt ist langsam Schluss hier. So, nochmal. Schwerpunkt Ermittlung, Verdichtergrad. So hängt es ganz gut gerade. Außer, dass es sich ein bisschen wegdreht. Mal von der Seite gucken hier. Ja. Das macht also hier. Da muss ich gleich mal messen. Wenn man das gerade hält, so also 32 mm. Plus 6 mm für die Hälfte der Lagerstärke macht also 38 mm, macht also 4 cm, 40 mm. Okay. So, ich denke, beim Turbinenrad brauche ich da nicht großartig auszuprobieren. Ich gehe einfach davon aus, dass der Schwerpunkt des Turbinenrades in der Mitte ist. Trotzdem braucht man hier den Abstand von Mitte Turbinenrad bis zum Lager. Das wären etwa hier das kleine Mitnehmer hier dazwischen von etwa 5 mm Stärke. Das sind 2 cm. Plus 6 mm wären so zwischen 25 und 30 mm Abstand. Wir rechnen mal mit dem Schlimmsten, also 30 mm. Gut, jetzt brauchen wir noch die ganzen Gewichte von den einzelnen Rädern. Okay, nächster Step. Die einzelnen Gewichte der Laufräder. Fangen wir mal mit dem Turbinenrad an. Und das Verdichterrad. Okay. Damit können wir arbeiten. Also hier hat mal ein schlauer Mann eine Excel-Tabelle erstellt, womit man die biegekritische Drehzahl errechnen kann. Die liegt hier bei 72.094. Das ist eine Sicherheit von 1,03. Bei einem Sicherheitsfaktor von 1,2 müsste sie eigentlich bei 84.000 Umdrehungen pro Minute liegen. Das ist nämlich die Welle meines bisherigen Triebwerks, welches ich auf 70.000 Umdrehungen festgelegt hatte, die es aber wahrscheinlich noch nie erreicht hat. So, hier war also, fangen wir mal oben an. Lagerabstand Mitte Kugellager waren hier 0,18 Meter, das sind also 18 cm. Hier haben wir I. I sehen wir hier unten, das ist also Mitte Kugellager turbinseitig zu Mitte Kugellager verdichterseitig. Dann haben wir hinten einen Abstand C, hier genannt als Schwerpunktabstand Turbinenrad. Der war bei meinem jetzigen Triebwerk wohl bei 25 mm.
Und wir haben hier oben einen Abstand C von Mitte Kugellager zum Verdichterschwerpunkt, den wir ja vorhin ermittelt hatten. Das heißt, Schwerpunkt Verdichter, der liegt hier auch bei ca. 4 cm. Also im Prinzip das gleiche wie das jetzige Triebwerk. Jetzt müsste ich eigentlich die Daten eingeben von dem aktuellen Triebwerk, um hier mal die entsprechende Drehzahl, die ich auf 60.000 Umdrehungen, würde ich fast sagen maximal, also eher so 55.000 Umdrehungen bis 60.000, irgendwo dazwischen drin. Damit es die sicher erreicht, müsste man jetzt hier an einigen Stellschrauben drehen. Okay, ich weiß, mein jetziger Wellentunnel ist 23 cm lang. Wenn wir die Lager noch berücksichtigen mit 12 mm Dicke pro Lager, können wir quasi nochmal einen Zentimeter abziehen. Wären wir hier also bei 0,22 Metern. Das entspricht quasi 22 cm. Wellendurchmesser Mitte hatte ich so angedacht, machen wir mal auf erstmal 35 mm stark die Welle, weil das Rohmaterial gibt es halt einfach in 35 mm. Hier lege ich mal 60.000 Umdrehungen fest. Dann das bleibt alles wie es ist. Übrigens die Wellenmasse, die man ja theoretisch messen könnte, wenn man sie denn schon fertig hätte, die spielt bei der ganzen Berechnung keine Rolle. Also ich kann hier 5 Kilo eingeben, ich kann das auch so lassen, es ändert sich nicht. So, was wir jetzt machen müssen, Schwerpunkt, Abstand, Verdichter. Den haben wir ja ermittelt, das kann so bleiben, wie es ist. Die Masse des Verdichters müssen wir entsprechend eintragen. Das waren 1170, also 1,17. Wir haben Schwerpunkt, Abstand, Turbinrad, könnte man auch so lassen, wollte ich aber mal mit Worst Case rechnen, also 0,03. Und wir haben Masse Turbinrad mit 1245 Gramm, 1,245. Das ist eigentlich auch für die biegekritische Drehzahl überhaupt nicht von Bedeutung. Man kann es trotzdem mal eingeben. Dann kriegt man hier halt die Kugellagerringfläche ermittelt. Das aktuelle Kugellager wird sein 12 mm breit. Phase ist 0,5. Kugellagerringdurchmesser innen. Ach so, habe ich ja schon mal gemacht. Guck mal, 20 und Kugellagerdurchmesser außen. So. Jetzt mit dieser Konfiguration würde das Triebwerk beziehungsweise der Rotor bis ca. 57.000 Umdrehungen laufen und dann könnte sich aufgrund der rotierenden Massen diese Wellenresonanz ergeben, beziehungsweise das Phänomen auftreten, was ich ja auch ganz heftig bei meinem ersten Triebwerk hatte. Da man jetzt an diesen Parametern Wellentunnel, also Lagerabstand, die Massen und da kann man nichts mehr dran drehen. Also man könnte jetzt nur noch am Wellendurchmesser drehen. Nehmen wir mal 36 mm, was das insgesamt ausmacht. Da kommen wir schon auf 59.488. Und ich denke, so lasse ich es auch schon. Wir können ja mal noch auf 37 gehen. Weil mein Wellentunnel ist innen für 37 mm Welle schon vorbereitet. Da hätten wir 62.097 wären möglich. Also muss ich sowieso ein 40er Rundmaterial als Rohling kaufen und den halt die 3 mm abdrehen. Man könnte ja noch mal ganz fein rechnen, und zwar die Hälfte zwischen 0,037 und 0,036, also 0,0365. So, 60.000, na bitte. Also irgendwo so in dem Bereich, ja, wird es wohl dann enden müssen.